Hallo, herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Halloween-Folge. Jetzt am Sonntag nach Halloween. Ich hoffe, ihr hattet schön gefeiert. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen die Pause, den freien Tag genossen. So wie wir es gerade tun. Wir nehmen nämlich gerade an dieser tollen Halloween. An diesem tollen Halloween-Tag. Ein Halloween-Tag. Eine Feierlichkeit. Wir nehmen heute an diesem freien Tag auf. Neben mir ist der Toni, weil ich bin Hallo. Genau, bin selten allein. Und wir haben eine tolle Route erstellt, wie ihr vielleicht gerade schon hier im Hintergrund gesehen habt. Einmal Umweltwissenschaft, nee, das ist Umwelt, okay. Das ist auf jeden Fall die Strecke von Hafen bis Coyote Bush über Gold Island für den Bus. Und Toni zeigt euch jetzt mal, was er in der Zwischenzeit noch zurechtgebastelt hat, nämlich für die Straßenbahn etwas. Leider kann man nicht zwei verschiedene Ziele auf der rechten Seite gleichzeitig verfolgen, weil ich habe jetzt wieder dein Ziel. Moment. Ich habe quasi erst die Arbeit als Ziel. Ich muss den Hafen, Pecunia und Indigo Hill miteinander verbinden mit der Straßenbahn. Denn ich werde heute Straßenbahn fahren. Währenddessen der Aaron euch Puss-Content liefert, fahre ich Straßenbahn. Weil was anderes kann man ja nicht machen, wenn man nicht der Host ist. Richtig. Aber ich bin sehr gespannt, wie du dich flaggst am Ende des Tages. Ja, mal schauen. Ich reise erstmal zur Technischen Universität und guck mal, wann hier meine Straßenbahn ankommt. So machen wir das. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Ezitaro, aha. Fahr selbst, danke. Kommt in drei Minuten. Super. So. Okay, und los geht's direkt. Ist sehr interessant. Es zeigt einem die Straßenbahn nicht. Ach doch, hier. Da. Ist doch tatsächlich die grüne. Nein, setzen wir uns mal hier hin. So. Na, warten wir mal, bis der Kollege oder die Kollegin vorbeikommt. Was ich ja schon mal bemerkenswert finde, ist, dass hier von drei Spuren, die mit ihrem EC-Tauber erstmal ganz links gefahren ist auf der Autobahn. Oder Schnellstraße, was das hier darstellen soll. So, wir werden schön rechts überholt, das ist gut. Verlasse die Fahrerkabine. Okay, danke fürs Vorlassen, sehr nett von Ihnen. Wir müssen nämlich die nächste hier raus. Greenwood, Coyote Bush, die Exit 70. Als ob die jetzt einfach hier vor mir gespawnt ist. Du willst mich da... Die ganze Zeit fährt die eigentlich auf der Karte entlang, aber dadurch, dass ich jetzt hier an der Karte, an der Haltestelle stehe, ist die erst hier vorne gespawnt. Mann! Warum? Oder die fährt die ganze Zeit schon, aber ist halt nur gerade reingespawnt, so hässlich. Nee. Weiß ich jetzt nicht, wie du das meinst. Ja, egal. Ja. Ja, es ist unergründlich manchmal. Der Bus gehört dir? Der Bus gehört dir, hat er mir gesagt. Aha, nett. Warum bin ich denn rausgesucht? Ich will hier in die Fahrerkabine gucken. Und dann sehen wir schon nichts mehr. Naja, Türen müssen wir schließen. Auf und an Pad 6. Warum habe ich eigentlich das Lenkrad aufgebaut? Gute Frage. Mal sehen, was sich halt sonst noch ergibt. Ja. Aber, was wollte ich eigentlich gerade noch sagen, Toni? Ich weiß es nicht. Ich habe dich hier unterbrochen. Ich fand erstaunlich, dass... Fahrzeugprobleme, hat die Hupe... Hast du irgendwas, was du noch über die Straßenbahn sagen wolltest? Ja, bestimmt. Also es war irgendwie erstaunlich, dass... Ja, genau. Wir gucken mal, ob es mir noch wieder so einfällt. So super. Du, jetzt! Ja? Jetzt kam es gerade wieder. Ping-Pong-Modus wollte ich kurz erklären. Oh, die laufen ja sogar vor die Straßenbahn. Das ist einfach eine lebensmüde Stadt, ich kann es mir nicht erklären anders. Ich habe gerade eben nach hinten geguckt, ne? Und dann laufen die einfach vor mir her. Och, Mann. Es wird ja einfach langsamer. Wie soll ich denn damit auf die andere Spur kommen? Also Ping-Pong-Modus, das war's gewesen. Wir fahren ja jetzt hier keine normale... Rundfahrt mehr, sondern wir haben den Ping-Pong-Modus hier mal ausgetestet im Routenerstellungsmodus. Das bedeutet, ich fahre, wie man es eigentlich häufig kennt, von dem öffentlichen Personennahverkehr von A nach B und dann wieder von B nach A und dann wieder von A nach B und so weiter und so fort.
quasi eine Schleife am Ende. Genau, ein kleines Rondell. Oder halt beziehungsweise direkt halt einfach wieder von Denali Research, kommen wir glaube ich an der CU als letztes an. Und fahren dann einfach wieder zu der Haltestelle, die vor der TU war und wieder zurück. Weil sonst hat man ja immer diese ewige Strecke noch von der letzten Haltestelle wieder bis vor zur allerersten. Und das ist hätten ja wir viel häufiger nutzen müssen. Ey, die Leute schon, ja. Hinten, ne, die sitzen einfach. Da ist das Modell echt schlecht. Sitzen die? Die sitzen im Sitz. Ja, besser wär's, ne? Also, besser als wenn sie in der Stange sitzen. Alter, wie fährt denn der schon wieder? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der macht Brake-Checks. Natürlich sitzt der eingeschlafen ist, auch ganz hin. So ein Schwachsinn. Bei mir ist auch irgendeiner eingeschlafen. Da stehe ich jetzt nicht auf. Oh, jetzt beschweren sie sich schon. Manche normalerweise die man im Bus. Ja, sorry. Ja, alles gut. Du siehst ja oben das Ein- und Aussteigen-Ding, ne? Wenn du an der Haltestelle anstehst. Die Kamera. Ja. Aha, okay, die Kamera. Und die ist, wenn du drinne sitzt in der Straßenbahn, ist sie falsch, dann zeigt die dir irgendeinen Boden an oder so. Mhm. Aber die wird schon richtig, wenn du dann. Wenn ich rauszoome. Oh, nee, C war falsch. Hallo, ein Seniorenregel für Sie. Sie müssen noch Katzenfutter kaufen. Na, dann bringe ich Sie doch mal hin. Eine einfache Fahrkarte. 2 Stück, 8 direkt für Rückfahrt. Dann ist ja gut. 20 Mark, wunderbar. 3,60 hat es gekostet. Dann hören wir mal, ja. Hier ein Foto meiner Katze. Ja, Left Control war die. Ja, okay. Dankeschön. So. Und los geht's. Hinter mir wartet schon der nächste Kollege. Ah, hier habe ich einen schönen Spiegel. Das ist doch aber schick. So, jetzt gibt man hier mal ein bisschen Vollgas. Also meine Fahrgäste haben sich schon beschwert oder angemerkt, dass manche Gespräche, die man so in so einem Bus mitbekommt, ziemlich interessant sind. Interessant, ne? Aber das ist schön. Also ich muss sagen, macht Spaß. Ich bin halt nur jetzt schon zu spät. Alter, die Person hier noch rechts von unten. Auf die Fahrbahn spawnen. Ja, das ist natürlich nicht ganz Scheiße, einfach. Scheiße, und ich bin falsch gefahren. Ich hab auf genau. A gedrückt, aber ich bin zu weit reingerollt noch. Ja. Musst du stehen, wenn du die Weiche setzen nicht. Willst? Nö. So ein Schwachsinn. Nö, muss nicht stehen. Jetzt bin ich falsch Allerdings, gefahren. Genau, es gibt keinen Rückwärtsgang und wenn du halt einmal falsch gefahren bist, dann viel Spaß. Guten Tag. Was darf es denn sein bei Ihnen? Ein Senioren. Alter, das junge Mädel hört ja viel zu laut Musik. Aber es ist gut voll, die. Einmal die normale. Ja, wird gut angenommen, sagst du. Mhm. Ah, hier war ja. Oh, das war zu viel Rückgeld. Ich hatte gedacht, das war die andere Zimmer. Gut, okay. Und los geht's. Bitte schließe die Türen vor der Abfahrt. Das kriegt man hin. So, hallo. Sie wollen doch auch, dass der Bus pünktlich kommt. Dann lassen Sie den doch vorbei. So. Dein Bus wird irgendwas. Jetzt habe ich es nicht mehr gelesen. So, 1,1 Kilometer entfernt ist Toni da vorne. Ganz am anderen Ende der Stadt. Ich bin außer fahrplanmäßig gerade unterwegs, ich weil auch. Ich mich ja verfahren habe. Ich auch, nee, weil ich zu spät war. Bin. Ja, okay. Ich knallen jetzt einfach hier mit maximaler Geschwindigkeit lang. Solange das am Ende trotzdem irgendwie in meinen Fortschritt zählt für die Hauptmission, dann wäre das ja ganz gut. Ja. Auch jetzt hier mit dem, egal ob man jetzt außer fahrplanmäßig ist oder nicht. Einsam okay. Allein, unter, glücklich zu zweit. Okay. Unter Was? 30 nee. Muss man fahren. Damit man nicht zu schnell in der Kurve ist. Okay. Und könnt natürlich von jeder Kurve, also könnt ihr jede Kurve könnt ihr noch anders. Ja. Sich verhalten. Vollgas! Vollgas! Ey, was machst denn du da? Ah,
Mann, ey. Und schon wieder falsch. Also falls ihr... Ach, Toni. Oh, Mann. Also wenn ihr jetzt hier ganz laut irgendwie gerade im Hintergrund das Geräusch der Straßenbahn hört, dann ist das aber das Spiel. Das ist nicht, dass ich irgendwas beschissen geschnitten habe im Schnittprogramm und irgendwie vergessen habe, Tonis Tonspur auszumachen. Nein, man hört in Wirklichkeit einfach diese Straßenbahn. Währenddessen man gar nicht bei der Straßenbahn ist oder in der Straßenbahn ist. Das ist ganz, ganz toll. Könnt ihr jetzt mal... Alter, wie viele wollen denn noch hier drüber? Mann. Klar, lauft nicht über den Fußweg drüber und... Ich hab doch gar keine Möglichkeit, Mann. So ein Scheiß. Hier hätte ich eigentlich sein müssen. So, hier muss ich runter. Oh, das wird zu spät. Ich bemerke gerade, dass die Tachoanzeige überhaupt nicht funktioniert im EZ-Taro. Wenn ich vom Gas gehe, müsste der eigentlich bei der Energieanzeige wieder auf die Null springen. Und wenn ich bremse, müsste er wieder auf die Rückgewinnung. Ja. Die gehen einfach über die rote Ampel. Jetzt fahr doch einfach. Gut, Mann. Aber das ist ja normal auch manchmal, ne? Das hat zugenommen. Auch bei mir, dass ich einfach mal irgendwie mal schnell irgendwo rüber muss. In letzter Zeit. Oh, jetzt in Real Life oder im Simulator? Ja, in echt, tatsächlich. Dass du über rote Ampeln gehst. Dass ich mal über eine rote Ampel gehen muss, ja. Schäm dich. Ja. So, aber herzlich willkommen. Nummer 2, wir fahren hier noch mal entlang. Ganz wichtig, nur wenn keine kleinen Kinder dabei sind, sonst muss man warten. Aber ist halt so, wenn sonst gehst du bewusst auch bei kleinen Kindern, aber bewusst, dass das quasi nicht gut ist. Richtig. Nee, also ist halt, das Problem ist halt, wenn überall gebaut wird und du musst einen übelsten Umweg laufen und sowas, dann sollst du auch noch irgendwann an der Ampel stehen bleiben, da hinten kommt schon der Bus. Und hallo, Sie wollen ein Seniorenticket. Guten Tag. Eine einfache. Ja, guten Tag, ja. So, Restgeld steht ja ganz unten. 3,20 Euro. So, bitteschön. Nicht wie bei Supermarket Together. Nee. Die Sitze sind zu bequem. Na, dann ist doch prima. Bitteschön. Warum glühen denn immer diese Tasten hier, wenn man dann Geld zurückgeben soll? Das ist ja der Wahnsinn. Nee, die glühen. Ach so. Die werden gehighlightet. So, ich muss jetzt noch irgendwann... Wann kommt der Toni an? Doch, der Toni ist hinter mir! Oh! Ich bin natürlich Hallo. Nur deshalb so langsam gefahren. Bitteschön. Dankeschön. Was? Ich habe Passagiere zurückgelassen? Ach, ich bin zu spät. Gibt's da gar nicht. Nehme ich wenn mit. Dein Tschüss. Wenn dein Name nicht so riesig wäre, der ist größer als die Straßenbahn. Ich krieg gar kein ordentliches. Kann man die Nameplates ausschalten irgendwo? Meine Güte. Keine Ahnung. Gameplay UI. Nutzeroberfläche. Hat Sichtbarkeit, Benachrichtigung, sichtbarer Zahltag. Sichtbarkeit, Actionkamera, UI-Spiegel. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Mein Gott, werte Fahrgäste. Ja, was ist denn hier los? Die Fahrt verspätet sich. Warum fährst du einfach, hättest du einfach an mir vorbeifahren können? Nee, da ist nicht genügend Platz. Du stehst ja sogar mit einem Rad fast auf dem... Mit einem Rad schon im Gefängnis. Du hast an der Straßenbahn die Vorfahrt genommen. LOL. Okay, krass. Das gab Minuspunkt bei mir. Ich muss dich vorbeilassen. Okay, komm. Ich lass dich vorbei. Kommst du so vorbei? Ja. Jetzt habe ich nämlich schon wieder einen Minuspunkt. Alter, aber bei mir ruckelt's, ne? Ich habe 26 FPS. Warum auch immer. Dieses Spiel halt einfach, Toni. Und jetzt habe ich wieder über 40, 60. Da hinten fährt er. Wir sind spät dran, Beeilung! Ach Mann, ja, fahr doch vorbei. Zahltag! Sehr schick. Alter, die Route bringt wirklich kein Geld. Vielleicht noch nicht. Na gut, Straßenbahn lohnt sich einfach wahrscheinlich nicht. Oder wie gesagt, noch nicht. So, jetzt müssen wir warten, bis der Kollege endlich mal wieder vorgezogen ist. Ja, ich
muss ja hier. Dankeschön. Wie wär's mit Blinken? Ja, danke. Ja, schnell weg von dem. Siehst du, ich könnte so tatsächlich. Wehe sagt jetzt, ich habe Passagiere zurückgegessen. Zurückgegessen. Zurückgelassen. Ich hab's halt. Ich bin an der Bushaltestelle vorbei. Ich habe Passagiere zurückgelassen. Ah. Naja, ist wurscht. So, ich verlasse jetzt mal kurz die Route. Und dann machst du nochmal neu. Lass die quasi fahren, weil die ist ja gerade jetzt zu spät, die Bahn, die ich habe. Mhm. Das heißt, diese Fahrt ist jetzt außer Betrieb. Mhm. Der fährt jetzt theoretisch zurück in den Betriebshof. Hoffentlich. Diese Sounds von außen, ist das der Bus-Sound? Oh nee. Die Türen gehen mit Bus-Sounds zu. Ja, na klar, das ist einfach nur Copy-Paste. Da wurde sich gar keine Mühe gemacht. So, da fährt Aaron. Der ist auch grün. Du hast auch eine grüne Linie gebaut. Die ist genauso grün wie meine grüne Linie. Bestimmt, weil wir gleichzeitig die Linie gebaut haben. Gute Halteposition und zu spät. Also wenn es mir jetzt noch sagt, ich fahre an der Haltestelle vorbei, wo ich eine gute Halteposition habe, verstehe ich es nicht mehr. Wollt ihr vielleicht einsteigen oder nicht? Also wenn ich sie euch zurücklasse, nur weil ihr nicht einsteigen wollt, ist das doch nicht mein Problem. Tschüss. Das ist doch mal... Hab ich vorne irgendwie... ja, Sonderfahrt habe ich. Moment. Vielleicht muss ich erstmal... Hä? Aber... Weil ich jetzt wieder zurück... Dann fahr zur Garage, mal. Zum Valley Spring Depot. Fahr jetzt noch eins weiter, zur Inner Street oder so. Dann fahr ich in die Garage und dann starte ich neu dort. Ja, da fährst du zumindest zur Garage und lässt dort dann übernehmen. Dann sollte der da... Ach nee, stimmt, du kannst auch selber reinfahren. Lass mich mal kurz gucken. Wo ist die Garage? In der Street da hinten. Valley Spring Depot, oder? Genau. Ja, Rechtsklick war doch hier. Rechtsklick? Achso, du musst davor klicken. Markierung setzen. Ja, ich breche die Fahrt ab, zack. Grabender Fahrgast noch im Fahrzeug. Gut, alles normal. Und Schnellreise gemacht. Und da kommt nämlich unsere Straßenbahn. Der Kollege fährt die jetzt nämlich in die Garage. Hä, wo fährt der hin? Warum fährt der so? Wo fährt er hin? Ich dachte, der fährt ins Sunkist Tram Hub. Ach nee, das ist ja eine Haltestelle. Wo muss denn der dann hin? Ah, und jetzt ist er wieder on the road. Jetzt können wir ihn quasi übernehmen. Übernahme. Nee, wo fährt er denn jetzt hin? Das ist doch die falsche Route. Fährt da wieder die Nordschleife? Nee. Also der hat gerade quasi einmal gedreht, um irgendwie wieder zurückzufahren. Vielleicht hat er sich selber verfahren, wie du. Und jetzt, jetzt fährt er wahrscheinlich hier lang und fährt zur Inner Street zuerst. Könnte ich mir vorstellen. Das würde zumindest Sinn ergeben. Dann stellen wir uns mal in die Inner Street. Hallo. Guten Tag, Kollege. Du bist schon der Kollege. Ach, hallo. Grüße. Grüße. Morgen. Ja, der Kollege kommt Ihnen gleich entgegen. Sehr gut, bin gespannt. Ich muss zum Depot. Wurde mir gesagt von der Leitstelle. Naja, Sie haben ja auch Sonderfahrt, ne? Ich bin Sonderfahrt. Hier. Ja, wir haben jetzt hier Stadtrundfahrt. Guckt euch mal das blaue Wasser, türkisblau. Ist das nicht schön? Der muss noch die Straßenbahn durchlassen. Oh, hinten will er schon versuchen zu überholen hier. Ich sehe es, sieht gut aus. So, okay. Kommt unsere Bahn. Schnell. Wo soll ich hier links rein? Wo soll ich hier bitte links rein? Ist da alles zugeparkt? Wo kommt die Bahn? Ah, da kommt die Bahn.
Warum hält die an? Hä? Oh, jetzt fährt sie weiter. Aber warum hat die angehalten? Jetzt wird sie überholt. Spannendes Match hier. So. Bevor ich überholt werde, muss ich jetzt hier mal rein. So, Kollege, Sie wissen schon, was abgeht. Kollegin. So, Sie nehme ich heute mal mit ins Depot. Hey, ich schon gefragt, wann du kommst. Hier können Sie sich ein gratis Kaffee ziehen und vielleicht noch irgendeinen Snack aus dem Automaten holen. Eine Pause tut gut, ne? Stimmt. So, ich muss leider rauszoomen, weil die Kamera oben natürlich nur Schmutz ist. So, was mache ich jetzt? C gedrückt halten. Und aussteigen. Ich frag mich gerade, wie geben wir eigentlich... Also, wie bekommen wir unseren Strom in die Straßenbahn? Das ist vielleicht über stromleitende Schienen. Ah. Erstmal ein Kaffee. Stimmt, erstmal ein Kaffee. Okay, jetzt Bus ist weg. Ich kann ja einfach die Hände vom Lenkrad nehmen. Aua, Bus ist wieder da. Oh, oh. Harsh Braking, ups. Wir machen mal Folgendes. Da ist der Toni. Setzt sich jetzt zu mir. Nö. So, hier waren wir vorhin schon, das tut mir leid. Wir fahren jetzt gleich den Ring oben, aber wir sind jetzt wieder in on time. Man kann auch nicht sitzen. Und das Schöne ist, du kannst eigentlich die ganze Zeit Gas geben. Ja. Ist ja egal und bremsen, wie du willst. Ja. Eigentlich entspannt, wenn man so will. Die lassen mich immer alle vorbei. Das ist lustig, obwohl ich eigentlich... Also, da steht halt eigentlich Vorfahrt beachten. Aber die lassen einen trotzdem vorbei. Ach, guckt mal, welcher Name da aufgeploppt ist. Nee. Das ist aber gruselig. Ja, willkommen bei Halloween halt, ne? Bei mir hat es heute früh angefangen mit, dass ich hier in den Raum reingekommen bin. Und erstmal war eine Spinne da. Und ich, ja auch. Aber es ist so eine große. Die ist mit Absicht da, so eine Halloween-große Spinne halt, ne? Achso, und okay. Ich bin übelst erschrocken, weil die Spinne, die hängt an einer Figur. In unserer Ecke steht jetzt eine große Schaufensterpuppe, die haben wir gestern gekauft. Und ich bin übelst erschrocken, weil ich dachte, da hinten in der Ecke steht jemand. Und dann haben wir die Spinne dran gehangen. Boah. Mit der Spinne da um den Bauch. Warum zur Hölle habt ihr eine Schaufensterpuppe? Im Ausverkauf. Esprit schließt. Und die verkaufen die Dinger für wenige Euros. Und da kannst du halt mal irgendein Outfit dran knallen oder irgendwelche Cosplay oder was auch immer kannst du da mal dran packen. Okay, gut. Nee, das ist okay. Kannst du mal vielleicht aufhören hier so zu klingeln? Ich klingel dann doch gar nicht. Oh, ich bin rausgeflogen. Ja, also, du klingelst bei mir die ganze Zeit. Warum sitzen die Leute hinten denn bitte aus der Bahn? Hab ich doch schon gesagt. Hab ich doch Ach schon so, gesagt. Das meintest du, okay. Ja. So, du kannst hier da einsteigen, wenn du möchtest. Nee, wir sollten mal die Folge beenden, ja. Das ist hier so. Mit dem Klingeln, kriege ich ja gar keine. Ich kriege nur noch Kopfschmerzen. Halt jetzt klingel ich. Das heißt, hast du doppelt geklingelt. Oh, jetzt hört's wieder auf. Sehr gut, danke. Wahrscheinlich war das bei dir noch aktiv. Ich habe für mich nicht mehr geklingelt, aber bei dir noch. Du hast schon Fahrkarten kontrolliert hier, okay. Passengers left behind. Ups. Oh, wie sitzen Sie denn da? Sie haben sich wohl Ihre Beine gebrochen. Alter, so, wie das ein aussieht. Kurzer Blick nach links und nach rechts. Das passt. Optimal. In diesem Sinne freue ich mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen zur weiteren Folge hier mit Bus und Bahn. Steigt einfach zu. Ganz einfach. Ja. Bei diesem tollen Fahrstil, da kann man doch nicht Nein sagen. Jeden Sonntag um 10 Uhr. Und hier hast du sogar eine Innenanzeige. 8.15 Uhr, aber leider hast du uns keine Hinweise. Na gut. Solche einfachen Dinge, dass die nicht funktionieren. Ich guck mal kurz Journal. Okay, das hat befördere 50 Fahrgäste, Stadtteil Gold. Du siehst halt eine. Durch diese A-Säule einfach nichts. Du kannst nicht nach links und rechts vorne gucken. Das musst du einfach im Gefühl haben. Ja, ich fahr einfach. Ja. Also bis dahin.
Wir hören uns wieder, wenn es heißt, ab in den Bus-Simulator mit der Straßenbahn. Change Guck your mal. Thoughts das and ist, you change your world. Das ist doch mal was Neues hier. Da haben wir ein neues Tram... Ziemlich heruntergekommen. Oh, hier liegen ja noch alte Reifen. Ja, hat der Aaron hingeworfen. Hat er Einsteigen! Ein gekauft. Gut. Toni, komm, wir verabschieden uns mal noch schön hier. Jawohl, tschüss. Ich fahr da mal wieder, ne? Tschüss. Ich wünsche euch was. Tschüss. Habt einen schönen, angenehmen Tag. Und bleibt chaotisch. Ja, nicht so lange auf einem Geburtstag bleiben.